Gertrude Aubauer von der ÖVP. Herr Präsident, Herr Bundesminister, hohes Haus. Ja, immer mehr Menschen machen die leidvolle Erfahrung, sie suchen Arbeit ohne Erfolg. Wie können wir Verbesserungen erreichen? Dazu brauchen wir mehr Fairness am Arbeitsmarkt und mehr Jobs, Jobs, Jobs. Und der Minister hat ja auch dankenswerterweise gesagt, ein unternehmerfreundliches Klima. Wie erreichen wir mehr Fairness am Arbeitsmarkt? Dazu heute die neuen Regeln. Da wurde schon vieles ausgeführt, Kontrolle und Strafen dort, wo Arbeitskräften aus dem Ausland nicht der gleiche Lohn bezahlt wird wie österreichischen Arbeitskräften. Und daraus dürfen aber keine Schikanen für die sauber arbeitenden Betriebe entstehen. Da brauchen wir eine Bürokratiebremse, denn die Bürokratie, die wuchert ohnehin schon genug. Auf der anderen Seite wollen wir alles tun, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und da darf ich erinnern, wir haben ja heute im Finanzrahmengesetz schon beschlossen, Wiedereinstiegshilfen für den Arbeitsmarkt, 150 Millionen Euro Beschäftigungsbeihilfen allein für heuer. Immer mehr ältere Menschen sind ja davon betroffen, dass sie es immer, immer schwerer haben, wieder einen Job zu finden. Und ihnen soll damit geholfen werden. Am Arbeitsmarkt brauchen wir auch dringend mehr Effizienz. Was meine ich damit? Kollege Wögging hat das angesprochen. Wir brauchen ein System, das Anreize schafft, dass sich Arbeiten wieder lohnt und dass es auch eine Differenz gibt zwischen dem Arbeitslohn und der Sozialleistung. Wir wollen auch Anreize schaffen, auch für das Weiterarbeiten in der Pension. Auch das haben wir sehr eindringlich im Ausschuss beschlossen. Wenn jemand in einer Pension weiterarbeitet, dann zahlt er wiederum Pensionsbeitrag, ein Beitrag, eine Zahlung, der de facto keine adäquate Leistung später gegenübersteht. Beim Pensionsgipfel am 29. Februar wurden hier ja schon Vorschläge erarbeitet, Maßnahmen beschlossen. Es sollen die Pensionsbeiträge von Dienstgeber und Pension und Dienstnehmer ja reduziert werden. Weiters, es ist auch schon beschlossen bei diesem Arbeits- und Pensionsgipfel eine Reform der Invaliditätspension und des Rehabgeldes. Warum? Weil wir wollen, dass die Menschen wieder gesund in den Arbeitsmarkt einsteigen können und dazu alle mögliche Hilfe bekommen. Hohes Haus, die Arbeitswelt hat sich dramatisch verändert. Darauf müssen wir uns einstellen und die schon vereinbarten Reformen jetzt rasch umsetzen. Aus meiner Sicht bietet der Wechsel am Ballhausplatz eine große Chance, die Chance, wieder mehr Tempo aufzunehmen. Der neue Herr Bundeskanzler hat ja auch gesagt, er will einen neuen Stil in die Politik mitbringen, weniger Hickhack, gemeinsame gute Lösungen. Wir sind dabei. Ich freue mich drauf. Danke. Kontrolle und Strafen, aber keine Schikanen für sauber arbeitende Betriebe, fordert Gertrude Aubauer von der ÖVP. Sie ist deshalb für eine Bürokratiebremse.